Oder sie. Wo hängst du denn jetzt dran fest? Du gehst nirgends hin, mein Freund. Easy. Gut. Haben wir das auch erledigt. Das ist Munition. Benzinkanister, jetzt ist ein Stuhl. Ich dachte, das sind so komische kleine mini-grüne Benzinkanister, weißt du, so kleine Schnorchel oben dran. So, ein Lagerfeuer. Komm und denk das Lagerfeuerlied. Nein, nicht Schnellreise. Fähigkeiten. Schmutzige Tricks. Ach ja, warum nicht? Das klingt interessant. So, What the fuck? Wie schnell klettert die da hoch?
war ja echt rekordverdächtig. Okay, los geht's. Die bricht ab, die Leiter, ein paar Mal. Fliege, weg da! Sag ich doch. Also die Aussicht ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh mein Gott, nein, Vögel. Das ist eine sehr interessante Aussicht, ja. Oh. Ja, das ist wirklich ganz oben und da fehlen noch ein paar Stufen, wie praktisch. Oh, muss was drücken. Wenn die schon eine Drohne hatten, um diese Aufnahme zu machen oder einen Hubschrauber, hätten sie es auch gleich da hochbringen können. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Internationale Notsignalreaktionssystem erreicht. Schildern Sie Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Sie haben das internationale Not... Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten! Komm schon, komm schon! Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Die stürzen doch ab. Lara Croft, du bist meine Heldin. Hey, hat Ray jetzt gerade tatsächlich gelächelt? Ui, und runter. Musst du das Seil einfach nur noch reißen wegen der Reibung und dann wärst du echt am Arsch, Mädel. Und bei der Geschwindigkeit wärst du ein bisschen weiter geflogen als so ein paar Meter. Oh, jetzt ist das Seil gerissen. Wie praktisch. Dass es jetzt erst gerissen ist. Ja, ich weiß, ich bin nur am Rummeckern, ich weiß. Vögels. Treibstofftanks. Oh, was denn wir sammeln? Nein, das ist Munition.
Dann machen wir mal wieder irgendwelche Sachen kaputt. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Voll durchgelaufen. Wie wär's, wenn du da einfach... Weißt du, auf Fässer kannst du schießen. Die fliegen bei sogar mit einem scheiß Pfeil in die Luft, ja? Und wenn das Benzin auf dem Boden ausläuft, kannst du nicht drauf schießen. Das ist nicht sehr konsequent. Sie ist gefunden, aber ist wahrscheinlich hier alles ausgetrocknet. Vielleicht finden wir hier irgendwas, wo wir unsere Fackel anzünden können. Weißt du, überall sind diese Lampen, nur hier nicht. An dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung. So, da bin ich wieder, weiter geht's. So, also, wir haben keine Lampen, die wir werfen können. Wir haben keine Möglichkeit, unsere Fackel anzuzünden. Will ich jetzt auch nur diese Munition. Kaboom. War sicher, dass das geht. Ja, ich war auch sicher, dass das geht. Da Möglichkeit, das Benzin anzuzünden. Nö, nee, da rumklettern kann ich auch nicht. Entschuldigung, alter Mann. Okay, Bäume klettern kann sie auch nicht. Irgendwie, wenn diese Haare relativ nah dran sind, bricht er irgendwie komplett ein. Macht aber keinen Unterschied, okay. Dann habe ich keine Ahnung. Das macht keinen Sinn. Ja, finde den Weg, das anzuzünden. Du bist gut. Aber hier ist ja nicht mehr irgendwo Feuer. Drauf schießen funktioniert ja auch nicht. Fliege jetzt, verpiss dich, Mann! What?
So sollte es gehen. Okay. So klar. Oh Gott, ich muss das ja lenken. Wann haben wir diesen Rotor überholt? Der eben noch direkt hinter uns war. Ich sag ja all for nothing. Die Insel will nicht, dass man gerettet wird. Hilfe! Modell freigeschaltet, Hauptmenü Extras. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Dass das Ding ansatzweise überhaupt was aussieht. Habt ihr gesehen, wie zerlöchert das Ding war? Okay. Nope. Hui. Ist so ein Orga. Weißt du? Diese Fahne hält sie, ja, aber wenn sie dann mit dem Schwung, den sie dann bekommen hat, auf diese Bauten da springen, fällt alles zusammen. Was zum Teufel? Haut ab! Haut ab! Von mir! Lara, bist du da? Sauerei. Wir haben unseren Piloten umgebracht. Tja. Noch mehr Tote. Bin mal gespannt, wovor Dingsbums Mathias die Leute retten soll. Ein Lagerfeuer. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Nichts gegen die Synchronsprecherin, aber das mit den Emotionen müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen üben in der Stimme. Naja, aber wie auch immer. Ich finde das hier, da ich jetzt ein Lagerfeuer gefunden habe, dem ich speichern konnte, und ich mir jetzt weiß, wie das funktioniert, finde ich, dass das hier ein guter Punkt für eine Pause ist und ich verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal. Yay! Wenn wir wieder irgendwelche armen Leute in den Tod stürzen oder so. Ja. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!